Dar nu știu de ce, dar nu știu de ce nu vor cei de la primărie. Păi de ce? Pentru că le e teamă, domnule, e jale acolo. Nu știu ce. N-am fost dacă e iubitor de animal. N-am fost dusat. Zi, urăsă. Dieser Mann ist parteiisch. Er ist immer auf der Seite der Ärmsten, die Straßenhunde Rumäniens. Ich heiße Claudio Dumitriu, ich bin Tierrechtler und ich bin der Vorsitzende des Vereins Allianz gegen Missbräuche. Der 44-Jährige hat seinen Job aufgegeben, um ganz da zu sein für die Hunde. Jetzt ist er der wohl bekannteste Tierrechtler Rumäniens. Er filmt die Missstände und Rechtsbrüche in den staatlichen Tötungsstationen. Das ist immer so eine Lebensversicherung. Wenn ein Hund auf einem Film steht, dann kann man sehen, nachher, ob er überlebt oder nicht. Und dann fürchten sie sich, ihn ganz schnell zu töten. Vieles kann er nur heimlich drehen. Die Gefahr, entdeckt zu werden, ist immer dabei. Er mutet seiner Seele schreckliche Bilder zu, beinahe täglich. Es ist fürchterlich. Ich habe nie Tiere gesehen, die kaum mehr noch aufstehen können. Die warten sich nur den Tod. Sie sind so mager, das heißt, sie haben seit Tagen nicht gefressen. Ja? Deci, doamna, la parchetul militar Cluj trimit numai că trebuie să iau adresa de pe comunicarea pe care m-am... Nächtelang stellt Claudio Dumitriu Beweise zusammen und zeigt die Tierquälereien an. Dann haben wir zum Beispiel für jede solche Aktion haben wir 4 DVDs, ja? Das heißt fast 5 Stunden von Videobeweise. Zig Prozesse hat er mit seinem Kollegen Kudrut Svea in den letzten Jahren geführt. Meistens haben die beiden gewonnen. Sein vielleicht größter Erfolg? Das Tierheim in Brasov, vormals eine gigantische Tötungsanlage, hat er mit gewaltigem Einsatz zu einem Vorzeigeprojekt umgewandelt. Die Tiere sind gut versorgt und viele werden vermittelt. Hier ist jetzt das OP-Raum. Hier war so ein Raum ganz kaputt, ja. Und nach einem riesigen Druck auf die veterinärischen Behörden, endlich hat das so passiert und das sieht ganz toll aus. Das heißt, hier kann man ganz gut auch kastrieren, kann man die Tiere medizinisch behandeln und das ist eine große Freude. Seine Aufgabe ist gewaltig. Trotzdem hat Claudio Dumitriu auch Augen für Einzelschicksale. Den kranken Welpen hat er am Straßenrand aufgelesen. Die kleine Hilde habe ich ihren Namen getan. Auf die besten Hände. Ja, sie ist ein bisschen so erschrocken, aber ich hoffe, sie wird in ein paar Tagen schon viel besser sein. Der Mann fährt tausende Kilometer durch ganz Rumänien, um den Hunden zu helfen. Seine Familie sieht er nur selten. Hallo, Carlitzi. Ja. Ce war da die? Pussi. Claudio Dumitriu diskutiert mit Behördenvertretern. Uitați, nu știu, pentru noastră... Țin o nuntă acolo și noastră ce face? Veniți cu poliția, nu? Mă legați să... Nu? Mă scoateți cu jandarmii din restaurant. Als Anwalt der Tiere spricht er auf Konferenzen und Demos in ganz Europa. Sein Job ist gefährlich. Er hat viele Feinde. Aber er denkt nicht ans Aufhören. Jemand muss das machen, ja. Und man muss irgendwie im Leben auch sich für wichtige Dinge einstellen, um für etwas aus ganzem Herzen zu kämpfen. Ich werde das weitermachen, das kann ich dir sicher versprechen.